DJI bringt eine neue Drohne raus, was sie alles kann und ob ihr sie kaufen solltet oder eher nicht. Ist sie so ähnlich wie die Mavic? Was sind die Unterschiede? Das und vieles mehr seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Die Drohne ist aber nur etwas größer als das iPhone X und etwas kleiner als die Mavic Pro. Sie ist auf jeden Fall in drei Farben zu haben. Einmal in Rot, in Weiß und in Schwarz. Was mir auf den ersten Blick richtig gut gefällt an der neuen Drohne ist, dass der Gimbal einfach in der Drohne praktisch verbaut ist. Der hängt nicht irgendwie unten dran, wie es bei der Phantom 4 ist oder jetzt vielleicht auch bei der DJI Mavic Pro, sondern er ist einfach in der Drohne praktisch verbaut zur Kamera. Die Mavic Air hat einen 12 Megapixel großen Sensor. Sie kann 4K mit 30 FPS aufnehmen, 2,7K mit 60 FPS aufnehmen und Full HD mit 120 FPS aufnehmen, 720p sogar auf 240 FPS, was auf jeden Fall schon mal mega cool ist. Wenn man die Phantom 4 mit der DJI Spark und der DJI Mavic und jetzt die neue DJI Mavic Air vergleicht, muss man sagen, dass die DJI Mavic Air ein Mix von der DJI Spark und der DJI Mavic Pro ist. Die Spark ist vom Aussehen immer noch ziemlich sehr einem Spielzeug ähnlich, was man bei der Mavic Air gar nicht behaupten kann. Die Mavic Air richtet sich also richtig gut an Filmmaker, an YouTuber und vor allem an Leute, die reisen, viel unterwegs sind, die einfach eine Drohne haben wollen, die sehr kompakt ist, die überall in jede Tasche reinpasst. Dazu liefert DJI eine richtig coole Tasche, die richtig schön klein und handlich ist, die man super gut überall mitnehmen kann, was auch bei der DJI Mavic Pro der Fall ist, was ja bei der Phantom 4 nicht der Fall ist. Die ist einfach relativ groß. Man braucht für die Phantom 4 auch direkt immer den richtig großen Drohnenkoffer. Und wenn man jetzt mal auf Reisen ist, sage ich mal, ist es schon immer relativ schwer, mit dieser Drohne überall hinzugehen, weil man einfach sau viel Gepäck hat. In die Tasche passen problemlos ein paar Akkus rein und noch die Fernbedienung. Wenn man die Mavic Air und die DJI Mavic Pro vergleicht, fällt einem auf, dass beide Drohnen sind einfach zum Ausklappen gedacht. Das ist auf jeden Fall nice. Dadurch sind sie schön klein und kompakt, was ich jetzt ja schon mehrmals gesagt habe, dass sie kompakt sind. In der Tat. Wie auch alle anderen Drohnen wird auch die DJI Mavic Air natürlich mit der DJI Go App betrieben. Diese App ist überall in allen Stores erhältlich, sei es jetzt Play Store oder App Store. Einfach zum Download. Unten in meiner Videobeschreibung ist natürlich nochmal der Link zu der App, wie auch zu der neuen Drohne und zu den anderen Drohnen. Des Weiteren gab es schon für die Phantom 4 ein ausführliches Unboxing-Video, was ihr euch natürlich auch anschauen könnt. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung oder hier oben bei den Infokarten. Die Mavic Air kostet weniger als die DJI Mavic Pro. Sie kostet 850 Euro. Die Fernbedienung ist im Lieferumfang erhalten. Die Fernbedienung ist ungefähr so ähnlich wie die Fernbedienung der Mavic Pro. Die Mavic Air ist ab sofort im Online-DJI Store vorbestellbar. Alternativ kann man sie ab dem 29. Januar überall im Handel kaufen. Die Mavic Air hat eine Akkulaufzeit von 21 Minuten und eine 4 Kilometer Reichweite. Zum Vergleich, die Mavic Pro hat eine 27-minütige Akkulaufzeit und eine 7 Kilometer Reichweite. Auch beim Gewicht gibt es Unterschiede. Wiegt die Mavic Air nur 430 Gramm, wiegt die Mavic Pro 734 Gramm. Die DJI Spark ist damit am leichtesten. Sie wiegt nur 300 Gramm. Es gibt noch eine Kombo-Variante. Allerdings kostet die Kombo-Variante 1049 Euro. Wenn man die Kombo-Variante mit der normalen Variante für 850 Euro vergleicht, sieht man sehr schnell, dass bei der Kombo-Variante noch einige zusätzliche Features enthalten sind. So ist bei der Kombo-Variante noch eine Tasche enthalten. Bei der normalen Variante ist nur das Case enthalten. Des Weiteren sind bei der Kombo-Variante noch weitere Akkus enthalten, bei der normalen Variante nur die Fernsteuerung und ein Akku, bei der Kombo-Variante wie gesagt noch mehrere Akkus. Des Weiteren soll im Kombo-Paket noch weiteres Zubehör enthalten sein, wie zum Beispiel ein ND-Filter. Die Aufnahmen sind wirklich richtig schön smooth, bei etwas mehr Wind könnten kleine Ruckler entstehen, wie das auch bei der Mavic Pro der Fall ist. Wenn man jetzt zum Beispiel am Strand fliegt und es ist gerade stark windig, dann könnten wie gesagt kleine Ruckler entstehen. Die Mavic Air hat verschiedene Sensoren, damit ich zum Beispiel nicht gegen eine Wand fliegen kann oder so. Sie hat vorne Sensoren, sie hat hinten Sensoren und sie hat unten Sensoren. Die Mavic Air kann bis zu 68 km/h schnell fliegen und sie kann problemlos bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 35 km/h problemlos fliegen. Außerdem hat die Mavic Air 8 GB integrierten Speicher. Die Mavic Air hat noch verschiedene weitere Funktionen zu bieten, sowie einen Selfie-Modus, der auch schon bei der DJI Spark vorhanden war. Und sie kann auch wie bei der DJI Spark auch auf der Hand landen. Ist eine coole Spielerei. Es gibt eine neue Funktion, die keine der anderen Drohnen hat, und zwar die Bumerang-Funktion. Das heißt, die Drohne kann praktisch um ein Objekt rumfliegen einmal. Ja, Fazit. Sollte man die Drohne kaufen oder nicht? Die DJI Mavic Air, schon eher was wieder für Filmmaker, für Traveler, die viel reisen und auch einfach für Vlogger, die jetzt halt oft unterwegs sind und oft Drohnenaufnahmen machen wollen. Ich zum Beispiel habe jetzt nur die Phantom 4 und die ist halt schon relativ groß. So bei der Phantom 4 ist es oft so, habe ich überhaupt den Platz dazu, die mitzunehmen? Die Mavic Air ist auf jeden Fall was für Vlogger. Würde ich mir sie auch kaufen? Ja, ich würde mir sie auch kaufen. Aktuell habe ich gerade nicht das Geld dafür zur Verfügung, aber
in ein paar Monaten wäre es auf jeden Fall eine Option, sich diese Drohne auch noch zusätzlich zu holen. Sie hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist ein Mix aus der DJI Spark und der DJI Mavic. Das kann man auf jeden Fall sagen. Man hat ein paar neue Spielereien zur Verfügung, die man vorher bei den anderen Drohnen nicht zur Verfügung hatte. Es ist auf jeden Fall ein cooles Stück Technik und jeder sollte sich natürlich selbst die Meinung bilden, ob ihr sie kaufen wollt oder ob ihr sie nicht kaufen wollt. Dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung geben könntet. Ihr könnt mir gerne auch den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Auf dem Kanal kommen Vlogs, auf dem Kanal kommen Reviews, auf dem Kanal kommen Lost Plays Videos. Also für alle, die das interessiert, könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken. Hat mir persönlich Spaß gemacht, euch die ganzen Sachen zu erzählen. Wir sehen uns, wie gesagt, bei einem weiteren Video wieder. Bis dahin. Haut raus, euer Julian. Ciao. Watching you closely now. You're traveling at the speed of light.